Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und ja, schon lange kein Video mehr gemacht, aber gut. Shit happens, sage ich jetzt einfach mal. Keine Gelegenheit, whatever. Gab einige Gründe, ist egal. Jo, letzte Video war, glaube ich, über meinen Urlaub, die Fahrt in den Urlaub. Das ist also auch schon wieder ein bisschen her. Jetzt haben wir den Winter. Naja, gut. Heute reden wir mal über das Thema THG-Quote. Denn ich denke, das ist schon ein sehr wichtiges Thema, was momentan so ein bisschen in der Community herumschwebt. Nun, mal kurz zur Begrifflichkeit, THG-Quote, was ist das? Ja, das ist eine Treibhausgasminderungsquote, die also in Deutschland jetzt eingeführt wurde. Das ist EU-Recht natürlich, soll es auch anders sein, weil sonst konnte man die damalige Bundesregierung, also die vorherige Bundesregierung, wahrscheinlich zu sowas nicht überreden. Aber jetzt haben sie es halt aufgedrückt bekommen von der EU und darum mussten sie es umsetzen. Ja, um was geht es ganz genau? Es geht darum, Anreize zu schaffen, ja, sage ich jetzt mal, für die Mineralölkonzerne oder für die, ja, wie soll ich sagen, CO2-emittierenden oder Produzenten von CO2-emittierenden Kraftstoffen, dass die also mehr investieren oder dass mehr da, sage ich jetzt mal, investiert wird, was also CO2-mindernd eben ist an Maßnahmen. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Und ja, warum das jetzt tatsächlich für auch den Privatmenschen interessant ist, ist der Fakt, dass man jetzt als Besitzer eines Elektrofahrzeugs eben etwas von diesem Kuchen abhaben kann. Um es mal kurz zu beschreiben, es ist also so, dass die Mineralölkonzerne solche Quoten kaufen müssen, um wohl ja weiterhin ihren Kraftstoff zu verkaufen. Inwieweit das jetzt förderlich ist oder sinnvoll ist, also es gibt da keine Beschränkung, so wie bei den CO2-Zertifikaten, da gibt es eine Beschränkung seitens des Gesetzgebers, da werden eine gewisse Anzahl ausgegeben. Nein, das ist hier Open End. Aber im Prinzip muss quasi jeder Mineralölkonzern sozusagen, um so ein Zertifikat zu bekommen, muss also da solche Quoten, Zertifikate kann man auch sagen, weiß ich nicht, ob man es Zertifikate nennen mag, kaufen. So, bislang war das also nur möglich für Gewerbekunden, das heißt also Flottenbetreiber, die also Elektrofahrzeuge eingesetzt haben. Und der Disclaimer hier, es geht hier um reine Elektrofahrzeuge, also Plug-in-Hybride sind also da außen vor. Die konnten das bislang auch schon tun und dann gab es halt eine Börse und da konnte man das eben handeln. Prinzipiell könnte das jeder selber auch tun, an diese Börse in Anführungszeichen gehen und da also diese Quote dann verhandeln. Allerdings das Problem ist tatsächlich, dass wohl die Mineralölkonzerne da keinen Bock haben, jetzt mit jedem einzelnen Autofahrer, sage ich jetzt mal, da einen Einzelvertrag abzuschließen, mehr oder weniger. Das ist natürlich für die ein zu großer Aufwand. Darum gibt es also da Vermittler sozusagen. Also ja, gibt also wieder irgendjemanden, der die Hand nochmal aufhält und dann auch noch ein bisschen Geld einkassiert von diesen Zertifikaten, von diesem Handel. Ja, da hat sich jetzt in den letzten halben Jahr, weil ja wie gesagt bei Privatmenschen das jetzt erst ab 01.01.2022 gilt, jetzt eine ganze ja, Spanne an, nennen sie mal jetzt Broker, da etabliert, die also mehr oder weniger Geld anbieten. Manchmal ist es auch ein Stromanbieter, wie beispielsweise Maingau. Manchmal ist es ein Punktesystem, wie zum Beispiel das Encharge, die also da diese Quote vermarkten. Es sind aber auch Freianbieter. Beispielsweise gibt es natürlich dann auch Anbieter, die aus der Elektroautofahrszene selber kommen, wie Carbonify zum Beispiel. Da kann sich jeder selber sein Bild machen. Ich will jetzt keine Empfehlung rausgeben. Das ist, muss man einfach gucken. Manche bieten mehr, manche weniger. Manche bieten den Marktpreis, der erzielt wird. Manche bieten eine feste Quote und sagen, wenn es mehr wird, wird es mehr. Aber das ist also fix. Also da kann jeder sich selber entscheiden, ob er es denn in Anspruch nehmen würde. Ja, was für Grundvoraussetzungen gibt es? Man muss ein Elektroauto besitzen. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Wie macht man das mit dem Nachweis? Naja, man muss halt eine Kopie von der Zulassungsbescheinigung Teil 2, so hier
heißt es jetzt, früher hieß es Fahrzeugschein, die muss man also dann eben vorzeigen. Und dann, damit also klar ist, dass das ein reines Elektroauto ist, und da wird wohl die WIN registriert, und dann ist für das laufende Jahr dann quasi das Zertifikat für diese WIN vergeben. Wenn man jetzt das Auto verkauft und man hat vorher schon die THG-Quote einbezogen für das Jahr, dann ändert sich nichts. Der Käufer kann es natürlich nicht nochmal in Anspruch nehmen. Das geht natürlich nicht. Also ist es aufs Fahrzeug reduziert. Man muss auch nichts zurückzahlen. Also derjenige, der die einkassiert hat, der hat halt Glück gehabt. Ja, um welche Summen reden wir da? Das ist, wie gesagt, eine Börse. Und aktuell reden wir da von 425 Euro, die also da an Börsenpreis aufgerufen sind. Und da gehen dann natürlich jetzt noch ein paar Euro weg, die dann halt eben dieser Broker halt dann eben verlangt. Und im Endeffekt wird man dann 300 plus X halt dann rausbekommen. Also das ist einfach ja, so diesem System geschuldet. Ob jetzt dann diese 300 plus x Euro dann auch noch versteuert werden müssen, das müsste man dann mal nachregeln. Also da habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Ist mir auch egal. Ja gut, dann ist halt so. Ne? Kann sein, dass man halt als Einnahmen verbuchen muss und dann auch noch ein paar Euro Steuern drauf zahlen muss. Aber ja, es ist ja, sage ich jetzt mal, Geld, das einem im Prinzip so einfach so hinzufliegt. Und von daher soll es dann halt recht sein, wenn man da Steuern drauf zahlen muss. Ja, wie passiert es bei den meisten? Die meisten verkaufen das zu irgendeinem Stichtag und man bekommt dann also eben dann das Geld zu irgendeinem Tag halt eben dann überwiesen aufs Konto, das man angibt. Und dann ist für dieses Jahr diese Quote sozusagen verkauft. Ja, das Ganze kriegt man dann jedes Jahr. Also jedes Jahr ist es dann so geplant, dass also das dann auf den Markt geht und dass dann also da eben eine Quote erzielt wird. Ob es dann irgendwann mal, wenn es natürlich viel mehr Elektroautos gibt, ob es dann noch weiterhin diese 300 plus x Euro sein werden, wage ich jetzt einmal zu bezweifeln. Ist natürlich klar, die Anfrage ist da, die Nachfrage und das Angebot ist da natürlich der treibende Faktor. Am Anfang ist es natürlich ein bisschen höher, weil natürlich weniger Elektroautos auf dem Markt sind. Dann ist die Nachfrage natürlich hoch, da werden die Preise auch hoch sein. Aber wenn man jetzt dann natürlich nächstes Jahr sich das anschaut, wird wahrscheinlich der Preis nicht mehr erzielt werden. Das ist jetzt mal so eine philosophische Betrachtungsweise. Ob das wirklich so sein wird, wird sich zeigen. Ne? Ob da noch irgendwelche Regularien im Hintergrund sind, dass die dann halt noch mehr kaufen müssen, um einen Liter Benzin verkaufen zu können. Keine Ahnung. Ja, macht es Sinn, da mitzumachen? Das muss jeder selber entscheiden. Also, es gibt zwar wohl den Irrglauben in Anführungszeichen momentan, das kann sich aber auch schnell ändern, dass die nicht verkauften Zertifikate dann wohl vom Staat verkauft werden. Im Prinzip sieht es das Gesetz vor, ja, mit dem Disclaimer, dass hier natürlich das Problem ist, dass momentan da eine Durchführungsverordnung fehlt. Und wer das mit den Gesetzen so kennt, der weiß, dass Durchführungsverordnungen halt eine Zeit dauern können. Ne? Also das ist halt einfach so ein Ding, da muss halt wieder dann irgendein Ministerium so eine Verordnung erlassen und das kann also durchaus dauern. Vor allem jetzt haben wir ja einen Regierungswechsel und wer weiß, ob sowas dann kommt. Wenn natürlich so eine Durchführungsverordnung da ist, dann kann tatsächlich der Staat die übrigen Anteile verchecken. Und dann wird natürlich, geht es halt, natürlich kommt es halt als mehr oder weniger neue Steuerannahme dazu. Muss man mal gucken, ob das dann vielleicht sogar dann trotzdem mit irgendwelche Förderprojekte reinlaufen muss, keine Ahnung. Aber da wird schon klar sein, dass der Staat natürlich jetzt hier nicht unbedingt erpicht ist, da die bestmögliche Quote zu erzielen, sage ich jetzt mal, sondern naja, der verramscht halt alles, was noch übrig ist. Ne? Aber wie gesagt, momentan gibt es so eine Durchführungsverordnung nicht. Das heißt, momentan macht man auch nichts Schlechtes, wenn man es jetzt nicht verkauft. Auf der anderen Seite, warum nicht das Geld rausziehen aus den Bierölkonzernen? Also da muss ich sagen, warum nicht, ne? Naja, also Leute, schaut euch um. Ich tue mal unten in die Beschreibung
noch einen Link, da gibt es so eine schöne Übersichtsseite von einigen Anbietern, wo man also sieht, welcher Anbieter im Moment was da verspricht. Das wird auch immer laufend aktualisiert, da steht auch drin, überhaupt wie viele Anbieter das es gibt. Tragt euch ein, der Aufwand ist in 10 Minuten erledigt, sage ich jetzt mal. Einscannen des Fahrzeugscheins, hochladen, fertig. Ne? Also das, gut, Bankdaten angeben und so weiter und Thema erledigt. Und irgendwann, was weiß ich, je nach Anbieter, meistens so im Februar, bekommt man dann das Geld dann aufs Konto gut geschrieben. Tja, so schaut's aus. THG-Quote, ob sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, schreibt es unten in die Kommentare. Ist eine Möglichkeit, ein bisschen Geld für den Fahrstrom zu bekommen. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.